bei The Witcher 3. Wir sind wieder hier und haben in der letzten Folge die Mittagserscheinung, die alte, die weiße Dame, vernichtet. Ja, und uns die Belohnung abgeholt. Und hier ist gerade ziemlich Donner und Gewitter unterwegs in Novigrad. Ja, wir sind immer noch in dieser Stadt. Die wird uns, glaube ich, auch nicht so schnell loslassen. Und wir haben... Ich habe in der letzten Folge festgestellt, dass ich mit dem Baron vielleicht hätte doch mal noch ein Ründchen Gewinn spielen müssen. Weil der wohl eine seltene Karte hat. Ich habe es ja auch gemacht, aber irgendwie so richtig klar kam ich nicht. Ich muss mir da wirklich mal Zeit nehmen und vielleicht mal bei den kleinen Bauern anfangen. Bei den kleinen Händlern, um mir ein paar Karten zusammenzuspielen. Aber es gibt wohl auch noch eine Karte in seinem Büro. Die werden wir uns jetzt eben mal suchen. Dann gehen wir zu Hacker. Und dann gehen wir noch ins Geisterhaus. Das ist so jetzt der Plan für diese Folge. Und ja, das ist hier wieder zappenduster. Womit habe ich nur verdient, dass du mir Arsch klebst? Ja, ist ja halt so, ne? Plätze, du bist absolut ein Highlight. Komm jetzt. In den Zaun rein. Mann, Mann, Mann. Tja, wie wär's denn mal mit Licht hier, Jungs? Echt ein bisschen dunkel. Aber geil, guck mal, wie sich der Regen auf der Rüstung, wie sich das reflektiert. Das sieht richtig cool aus. Ja, und der Rennsattel macht sich natürlich auch bemerkbar. Jetzt müssen wir mal gucken, ob er denn immer noch hier hängt. Der Herr Baron. Ne, ja, mittlerweile haben sie ihn abgenommen. Sehr gut. Das wäre ja auch schlimm. Guck mal, wie geil sich dieser Regen... Oh, herrlich, hä? Das sieht cool aus. Das sieht richtig cool aus. Ja, sie haben ein bisschen ja gepatcht. Ja, und sie haben ein bisschen sehr gepatcht. Irgendwas ist hier generell gerade... Ich muss mal den Gamma-Wert ein bisschen hochstellen. Ah, besser. Hier ist ja dunkel hier drin. So. Hier vorne funkelt doch was. Notiz des Baronen. Besiege den Wahrsager und nehme ihm eine einzigartige Karte ab. Oh, hier ist aber auch echt duster. Wahnsinn. Warum ist hier so duster? Wär's denn mal mit ein bisschen Licht? Ich würde sagen, wir meditieren erstmal noch bis morgens. Dann ist es wieder ein bisschen heller. Da sieht man hier auch vielleicht wieder mehr. Ah, besser. Viel, viel besser. Naja, gut. Viel gebracht hat's nicht. Okay, also den Wahrsager. Den Mann im Erzdorf. Hm. Okay. Gut, dann haben wir zumindest da schon mal einen Anhaltspunkt. Das werde ich aber, wie gesagt, offscreen erledigen. Dann mache ich mich eh zum Klops. Mit diesem komischen Gewinn. Keine Ahnung. So. Also, ins Spukhaus. Und dann noch zu Hacker. Ja, und dann kümmern wir uns mal ein bisschen drum, dass wir die Story noch voranbringen. Oder haben wir noch einen Hexerauftrag? Mysteriöse Spuren? Das Bienenphantom. Okay, das können wir auch noch machen. Das ist Stufe 14. Ist nicht ganz so stark. Ich glaube, ich habe die Grenze. Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Ja, Krähenfeld ist jetzt so leer irgendwie. Viel zu leer. Schade eigentlich. Aber es war auf jeden Fall cool hier, das muss man sagen. Man hat schon einiges erleben können. Ja, gar nicht mehr, Kleiner. Tut mir leid. So. So. Abspringen. Schnellreise. Schnellreise. Sinn zum Platz der Hierarchen. Platz der Hierarchen. Nordon. Lebt natürlich jetzt wieder ein bisschen länger, weil wir wieder nach Novigrad zurückgehen. Da ist also wieder mehr los. Ja, ich bin ja mal gespannt, wann wir endlich aus dieser Stadt rauskommen. Ich denke ja schon gar nicht mehr. Ich meine, mittlerweile sind's 20 Folgen oder so.
Heute ist so ein richtiger Pisstag hier in dem Spiel. Unfassbar. Aber die Rüstung sieht cool aus. Jetzt die Hose eigentlich noch dazu. Ne? Yeah. Und dann haben wir eigentlich ja alles, ne? Wir haben die Stiefel. Verbesserten. Also ich brauche definitiv mal noch die zwei Rezepte für die Hose und für die Stiefel in der verbesserten Variante. Muss ich mal schauen. Muss ich mal googeln, vielleicht. Hey du! Nee, ich hab kein Wasser im Schädel. So, besuchen wir das Spukhaus noch einmal. Waren wir da schon? Spukhaus? Ach ja, das ist das hier mit dem... Aua, nicht ziehen! Du wolltest doch Zöpfe. Aber nicht, dass du die Haare ziehst. Eins geht nicht ohne das an... Hexer! Corinne, sieh nur, wer da ist. Guten Tag. Wir wohnt jetzt zusammen. Wusste ich nicht. Als du gesagt hast, dass Sarah für meine Albträume verantwortlich ist, wollte ich wissen, ob der Teufel so schwarz ist, wie er oder sie gemalt wird. Ich bin hergekommen und habe kein Monster gefunden, sondern unsere kleine Sarah. Ich weiß nicht warum, aber wir haben uns sofort verstanden. Na, das ist ja schön. Vor langer Zeit begannen die Menschen in einer Welt voller Monster mit dem Bau von Städten, um sich zu schützen. Doch da es Monster auch innerhalb von Stadtmauern gibt, mussten sich die Menschen weiterhin fürchten. Die Wahrheit ist, dass Mauern keine Sicherheit garantieren können. Der Ort, an dem man sich ein- und alle anderen ausschließt, ist kein Zuhause. Zuhause ist ein Ort, den man erst nach langen Reisen findet. Oh, schön. Schön hat er das gesagt. Jo, Erfahrung gab es wahrscheinlich jetzt hier nicht mehr für. Das ist schon ein Wahnsinn, wie lange man jetzt braucht mittlerweile für ein Level, aber... ja, liegt auch daran, dass wir gerade keine Monster umhauen, sondern dass wir hier gerade nur unterwegs sind, um die Sachen abzuarbeiten und die Quests zu erledigen. So, wo ist hier jetzt da... Golage mit der Banden hier. So, Hacker. Heute ist aber auch echt ein düsterer Tag, du. Mann. Überall regnet es hier nur. Sieht kaum was. Jetzt gucken wir kurz ins Inventar. Wir haben nämlich wieder ein paar Sachen. Kälteschaden. Ich glaube, ich steige mal darauf. Das heißt, wir legen das ab. Gefällt das irgendwie besser mit dem Elementarschaden? Das ist nur Soll so. Ich dir ja. Was? So, zerlegen, dass wir die Runen rauskriegen. Perfekt. Zack. So, das brauchen wir nicht. Das können wir direkt verkaufen. Okay. So, Betäuben und Blutungsruhen hatten wir drin. Oh, ich freue mich schon, wenn wir die Runen endlich selber machen können. Aber irgendwie so richtig, habe ich da noch nichts gemerkt von, dass das jetzt, dass wir das lernen. Also wir können es ja schon. Ne? Hier, Alchemie. Nee, beim Schmieden. Ne? Man kann die schon, aber man kann nur die kleinen. Und dazu brauche ich diese kleinen Runensteine. Und die habe ich aber nicht. Und es sind halt nur die kleinen. Das heißt, man muss ja irgendwo auch die großen mal lernen. Dann wäre das nämlich alles kein Problem. Oder ich habe es einfach verpasst. Das kann natürlich auch sein. Spielen. Nee, nicht spielen. Nein, ich will nicht spielen. Ich will Karten. Nein, wollen wir nicht. Ach Gott. Wo habe ich die jetzt oder was? Hä? Okay. Hm.
toll. Und? Da habe ich doch jetzt auch nichts. Hä? Das verstehe ich jetzt gerade aber gar nicht. Achso, hier sind noch mehr. Haha, okay. Oh, das ist natürlich sehr gut, wenn ich da zwei habe. Ach so, das sind die jetzt, die ich hier noch herstellen kann. Ey, da gab es ja doch noch ein paar. Cool. Jetzt habe ich ja ein paar Karten gekriegt hier. Nahkampf, Nahkampf, Nahkampf. Drachenjäger. Siegesmund. Dann nehmen wir auf jeden Fall mal die zwei noch mit. Den Fernkämpfer brauchen wir auf jeden Fall auch. Zack. Und Belagerungswaffen. So. Hier ist noch ein Stufe 1 Fernkämpfer. Das haben wir. Gutes Wetter. Dichter Nebel war. Fernkämpfer. Strömender Regen waren Belagerungswaffen. Okay. Naja gut, ich bin mal gespannt. Dein Gegner beginnt. Lege Karten ab und dafür ziehe neue. Ja, so viel dazu. Na egal. So, dann schmeißen wir erstmal die zwei. Hat jetzt schon mal passt. So, da haben wir nämlich schon mal hier zack plus zwei. Hey, ich habe die Runde gewonnen. Cool. Na? Hallo? Kommt da aber hier. Alle Fernkampfeinheiten. Okay. Nicht gut. What the fuck? Was ist denn das? Okay, das werde ich eh nicht mehr schaffen. Hm? Warum bleibt der jetzt liegen? Oh Gott, dieses Gwind, ne? Was ist das für einer? Toll. Oh Gott. Das krieg ich doch niemals hin. Ja, komm, passen. Ja, ist schon klar. Ey, ich, wenigstens habe ich eine Runde gewonnen. Oh. Oh, na Scheiße, ey. Ich muss mich da mal ein bisschen reinfuchsen. Definitiv. So, Hacker. Komm mal her. Einen kleinen Moment, Hexer. Jetzt bin ich aber neugierig. Oh.
Wieso warst du an dem verdammten Abend, an dem Hurensohn mich umbringen wollte, nicht da? Das war Zufall, ehrlich. Ich war im Bordell. Ich hab Zeugen. Ich bezweifle nicht, dass du Zeugen hast. Den Teil mit dem Zufall, den bezweifle ich. Ach, was für ein scheiß Gespräch. Nur Geschwätz. Das führt zu nichts. Tag. Jungs, redet ihr mit ihm. Es ist einfach. Ich will wissen, wo Hurensohn ist. Ich hab dich nicht verraten. Nie. Nein, nein, ich weiß nichts. Ja. Okay, redet ihr mit ihm und schon geht er blutend raus. Hilfst du mir, Junior zu finden? Ich wollte meine Jungs gerade zu Hurensohns Verstecken schicken. Eine Hexerklinge wäre nicht verkehrt. Führ meine Männer an. Bring Junior den Krieg und zerr ihn aus dem Versteck. Da profitieren wir doch beide. Na schön. Nun, ich nehme an, Junior versteckt sich in seinem Casino in Gildorf. Oder in der Arena unter den Scherben. Meine Jungs werden da sein. Finde ihn. Ja. So, also. Wissen wir jetzt genauso viel wie vorher. Das heißt, wir müssen entweder ins Casino oder in die Arena. Oder Oder ins Haus von ihm. So. Wir haben also jetzt hier drei Punkte. Casino, Arena und Versteck. Wir fangen mal mit dem Versteck an, weil ich denke, das ist ja die unwahrscheinlichste Position. Also, einmal galoppen. Und zwar hurtig. Ach komm, jetzt... Hab dich nicht so, Pferdchen. Reite. So, hoch. Und der wollte, dass ich hoch reite. Ja, hier sind wir wieder am Badehaus. Da wollten wir eigentlich nicht hin. Also müssen wir hier wieder zurück. Das ist schon ein bisschen verwirrend hier manchmal. Ey, ihr trascht's aber auch aus allen Wolken. Das ist unglaublich. Oh, hier war ich ja noch nie. Oder? Nee, das sieht mir nicht aus. Vorsicht! Ah, ein bisschen düster hier unten drin, du. Ach, das ist die Brücke. Oh, na geil. Die Krämerbrücke sozusagen. Das sieht ja cool aus. So. Wahnsinn. Das ist richtig cool gemacht hier. So, hier ist das Versteck. Okay. Ganz schön schwer, hier Arbeit zu finden, Hexer. Oh, hier waren sie ja schon. Sich in seinem Haus versteckt. Hacker, gesagt, wir sollen gründlich sein. Also suchen wir überall. Aber wir sollten die Leichen. Oh ja. Hier wird auf jeden Fall. Die Zwerge sind so gründlich wie Steuereintreiber. Sie haben nichts zurückgelassen. Da haben sie aber ordentlich losgezogen. Halleluja. Ja, da war wieder eine kleine Igniglyphe dabei. Ja, ist ja gut jetzt. So, was haben wir hinten noch? Ist auch noch was zu holen. Ah, Ziegenfell. Okay. Durchsuche das Versteck von Hurensohn Junior mit Hilfe deines Hexersinns. Hier ist nichts Interessantes. Ja. Du kannst im Dunkeln sehen und bist zäh. Du wärst ein toller Erzaderschnüffler, wenn du hier nicht ist so alles sauber geschrubbt worden. Also, hier haben wir auf jeden Fall keine Chance, irgendwas zu finden. Das war ja zu erwarten. Hey!
Ne? So ist es halt. Alles mitnehmen, wie immer. Alles mitnehmen, wie immer. Also, hier haben wir die auch aufgeräumt. Gibt's hier vielleicht im Keller noch was? Nee. Klar doch. Schiebt uns das auch noch in die Schuhe. Na klar. Oh. So, dann gehen wir mal in die Arena. Oder gehen wir erst ins Casino? Ich weiß noch nicht. Wo gehen wir denn zuerst hin? Ach komm, wir gucken mal ins Casino. Na, nee, komm, wir gucken mal in die Arena. Das würde mich ja schon mal interessieren. So ein bisschen Arena kämpfen. Ah, jetzt ist wieder schönes Wetter. Gott sei Dank. Jetzt kann man wieder was sehen hier. Oh. Wieso rumfauchen hier? Oh. Sehr schön. Da waren sie schon wieder. Verzieh dich, du kannst mich mal. Na, das glaube ich aber nicht. Das glaube ich aber nicht. So, 50 Schritte. Benimm dich. Tu, was du tun musst, aber. Ey, da kann er beim Pferd nichts für. Schrei nicht so rum. So, muss ja irgendwo in der Kanalisation sein. Was ist hier los? Okay, was seid denn ihr für welche gewesen, Jungs? Hallo? Er hat zu viel gesehen. Der Mutant wird jetzt sterben. Umzingelt ihn. Ach so, ist das hier. Banditenpack. Überlasst ihn mir. Banditenpack. Er spricht Flüche. Ich fass es ja wohl. Alter Verwalter. Glaubt es ja wohl. Ah, das ist natürlich sehr cool. Sehr cool. Die Runen geben dem Schwert immer noch so ein bisschen Farbgebung. Oh, hier, Arena. Kein Durchgang. Und? Was? Hallo. Ich kenne dich nicht. Du kommst nicht rein. Und steh hier nicht rum. Vielleicht werden wir uns ja einig. Und wie? Ich zahle, ihr lasst mich rein. Her damit. Geh rein. Und denk dran, wir beobachten dich. Wer regelt die Kämpfe? Igor. Den Gang runter. Igor regelt die Kämpfe. Na dann gucken wir mal, was der Igor so macht hier in seiner Arena. Warum das lange Gesicht? Du bist dran. Hast du nicht eingeschissen? Wir haben sie doch nicht alle. Oh. Die Verlierer auch. Überall Männer von Hurensohn. Hurensohn. Aber das liegt natürlich sehr nahe hier. Auftragsschläger, wer weiß. Wenn ich mal so überlege. Nimm dich vor. Na, Igor? Ich brauche Arbeit. Was kannst du denn? Mit dem Schwert umgehen. Ich könnte als Leibwache arbeiten. Und wen hier würdest du bewachen? Menschenmengen können außer Kontrolle geraten. Jemand muss den Frieden wahren. Hm? Hast du irgendwelche Berufserfahrung? Ich bin ein Hexer. Mein ganzes Leben lang töte ich Monster gegen Bezahlung. Menschen sind kein Problem. Eine Wache muss manchmal kämpfen. Aber das ist nicht das Wichtigste. Die eigentliche Frage ist, ob du dich kontrollieren kannst. Und ob du die Menge kontrollieren kannst. Ich habe gelernt, meinen Herzschlag, meine Pupillen und meinen Stoffwechsel zu kontrollieren. Mein Medaillon vibriert in der Nähe von Gefahr. Und ich kenne ein paar einfache Zauber. Ich muss dich prüfen. Mal sehen, wie du kämpfst. Wenn du überhaupt kämpfen kannst. Geh in der Arena kämpfen. Wenn du 3 Kämpfe überlebst, gebe ich dir Arbeit. Stell mich auf. Okay.
Hab ich schon. Wir fangen sofort an. Oder musst du dich noch vorbereiten? Nein. Bin immer bereit. Wunderbar. Mal sehen, was du wert bist. Ja, aber hallo. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Das Publikum mag es nicht, wenn man den Gegner verschont. Kann losgehen. Juhu, es wird gekämpft. Geldbörsen raus. Es werden Wetten angenommen. Aus dem fernen Osten, wo ein Menschenleben weniger wert ist als ein Becher Wasser. Ein Hexer, ein mörderischer Mutant. Dafür wirst du bezahlen. Sein Gegner, Gustav Röhne. Ein Mann, der sich selbst aus dem Mutterleib befreit hat. Mit einem Messer. Wie immer, ein Kampf auf Leben und Tod. Du kanntest die Risiken. Drei Kinder. Der Hexer hat gewonnen. Üsü. Und weiter geht's. Der Hexer gegen die haarigen Brüder. Direkt von den wilden Skellige-Inseln. Moment mal. Ihr Vater war ein Braunbär. Sie leben, um zu töten. Üsü. Gib dich, oder du endest wie dein Bruder. Niemals. Easy! Oh, warte mal, ich sehe gerade, habe ich denn die Raserei eigentlich noch drin? Ja. Warum ist die jetzt nicht angesprungen? Der Hexer hat wieder gewonnen! Jaha! Nächster Kampf! Der Hexer tut, was er am besten kann. Auge in Auge mit Bestien. Hä? Oh, nö, ne? Ach, nö. Wo haben sie den denn her? Easy! Nächster Kampf! Hä? Mehr Blut! Ihr wollt mehr? Lasst die Bestien los! Oh, ihr Pfeifen. Oh, zwei. Ey! Was bist du für einer? Dich habe ich ja noch nie gesehen. Schießt du hier etwa mit Zeug? Der schießt ja. Wer ist denn Boris? Ich will ihn auch. Nur ja. Für euch. Zum ersten Mal seit langer Zeit. Lasst Boris frei. Och. Ein Bärchen. Ah ne, warte mal. Ich brauche, glaube ich, hier dafür die... Boris! Okay, jetzt müssen wir mal gucken, ob mein Silberschwert da mehr Schaden anrichtet. Nee. Nicht wirklich. Oder? Den Boris, den mache ich doch mit den Fäusten platt. Tag, 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 tag. Erledigt. Das war's mit dem Boris. Und noch ein Sieg für den Hexer. Juhu. Ich bin der Meister der Arena. So viel zum Thema Boris. Boris. Bravo. Die hast du gründlich kalt gemacht. Man hat mir gesagt, ein echter Schläger wäre in die Arena gekommen. Ist das zu glauben? Es stimmt. Was bist du für ein hässlicher Kerl? Danke. Ich wüsste gern, wer mir gratuliert. Sehr helle bist du nicht, was?
kommst her, um mir den Chaos zu machen und weißt nicht mal, wie ich aussehe? Also, genug geplaudert. Jetzt! Die Zwerge von Hacker sind in der Kanalisation. Sie haben die Wachen abgeschlachtet. Steh nicht rum wie ein verdammter Pimmel bei der Hochzeit. Ruf die Männer und mach die Zwerge nieder. Und würde bitte jemand den verfluchten Hexer töten? Das glaub ich nicht. Der ist... Den Mann gehört. Tötet ihn! Er ist ziemlich hässlich, der Kerl. Muss man mal sagen. Ziemlich hässlich. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Wenn ich hier wieder rauskomme? Ach hier, guck mal. Easy, Jungs, easy. Anders. Wir packen hier mal die Brandbombe rein. Brandbombe? Drachentraum? Genau die. Und... die. Du verfluchter Bastard! Reißt euch zusammen, Jungs! Easy. Bring bis zu Ende. Ey, Doggy. Ach, der Igor kämpft sogar auch. Na dann, Igor. Jawoll! Erledigt! Oh, da war ein Schlüssel dabei. Die Frage ist, zu was war dieser Schlüssel? Okay, das scheint hier ein Aufgang zu sein. Gucken wir mal, wo wir hier überall hinkommen. Hier gibt's nix, oder? Hexersinne an. Ne? Hier gibt's auch nix. Das sind hier nur so die... Zugänge für die Käfige. Okay, da hinten ist noch. Was bist du denn? Der Boden ist von einer beweglichen Türe abgenutzt. Hinter dieser Wand ist was. Okay, Druckwelle? Nee. Okay, das werden wir in der nächsten Folge rausfinden und dann machen wir uns weiter auf den Weg, um Hurensohn Junior zu finden. Also, bis dahin, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss!